Diese Arbeit, die wir hier sehen, ist keine Fotografie von Max Ernst, sondern es ist eine Fotografie, die Max Ernst zeigt. Aufgenommen ist dieses Foto 1934 von seinem guten Freund Man Ray. Blicken wir einmal durch den Blick hinter die Fassade von Max Ernst. Was ist passiert? Mit diesem Foto nehme ich Sie nämlich mit in das herrliche Treiben der Surrealisten in den 30er Jahren in Paris. Die Künstler, die sich dort trafen, träumten von genau dem, nämlich von ihren Träumen, dass sie die visualisieren können. Das wird ganz wichtig in dieser Zeit. Das ist das Thema der Surrealisten, das Unterbewusstsein, der Traum. Sie sind inspiriert von der Psychoanalyse Sigmund Freuds und der Meinung, dass der Traum ein Teil der Wirklichkeit ist, ein Teil der Realität, der ganz dringend vergegenwärtigt werden muss. Und so treffen sich die Künstler und Max Ernst gehört dazu. Er kommt gerade aus einer gescheiterten Beziehung mit der Ehefrau Paul-Éloise Gala, die später als Ehefrau, Managerin und Muse von Dalí in die Geschichte eingehen wird, und zieht nach Paris, trifft seine zweite Ehefrau, Marie Berthe Orange. Und schauen Sie sich jetzt diese Fotografie mal genauer an. Irgendwas stimmt nicht so ganz. Sieht so eine herkömmliche Schwarz-Weiß-Fotografie aus? Ich finde, die Konturen sind relativ stark betont. Die Helligkeitswerte sind ausgefranst, vor allem hier am Kopf von Max Ernst. Man könnte meinen, es ist eine Collage. Heute würde ich diese Arbeit in Photoshop mit der Gradationskurve produzieren. Ich würde die Hell- und Dunkelkontraste einstellen. Aber das war in den 1930er Jahren natürlich noch nicht möglich. Sondern Man Ray hat ein spezielles analoges Verfahren entwickelt. Zur analogen Fotografie. Man geht in die Dunkelkammer, um sein Negativ zu entwickeln. Und da hat man einen Apparat. Unten an diesem Apparat liegt das lichtempfindliche Papier. Darüber ist ein Stativ angebracht. Da ist ein Kasten zwischengeschaltet, da liegt das Negativ drin und oben ist ein Schacht mit einem Licht. Man löscht das Licht in der Dunkelkammer und drückt auf den Knopf, sodass das Licht am Stativ angeht. Das Negativ wird belichtet. Was Man Ray jetzt macht, um eine Fotografie herzustellen, die den Namen übrigens Solarisation trägt, ist, während des Belichtungsvorgangs macht er einfach mal das Licht in der Dunkelkammer kurz an. Und was er dann dabei zustande bringt, ist, dass der Zufall mit in den Werkprozess integriert wird. Denn es kommt auf die kleinsten Parameter an bei dieser Belichtung. Wie lange wird das Licht in der Dunkelkammer angelassen? In welchem Winkel trifft es auf das Papier? Das kann der Künstler alles nicht beeinflussen. Und das ist wirklich der Teil des Unterbewusstseins, der in diesen zufälligen Verfahren zum Tragen kommt. Und so passiert es, dass Max Ernst so aussieht, wie er hier aussieht. Und was für eine Wirkung hat Max Ernst plötzlich auf uns? Hier oben an seinem Kopf wirkt er beinahe göttlich, als hätte er einen Heiligenschein um sich herum, erleuchtet aus sich heraus. Und die Finger sind elementar für den Künstler. Sie sind das Werkzeug, um überhaupt die Kunst zu produzieren. Und kommen wir von diesen Händen auf den Produzent, auf den Künstler Max Ernst, den wir hier sehen. In den 1934er Jahren, in denen dieses Werk entstanden ist, da steckt Max Ernst voller Angst vor der Zukunft. Was bringt sie? Die Erstarkung der Nationalsozialisten. Max Ernst hat schon diese bedrohliche Vision auch häufig thematisiert. Er wendet sich ab von uns. Sein Blick streift an uns vorbei, als hätte er sich an einem ganz bestimmten Punkt festgebissen, den er ja in seiner Fantasie jetzt neu definiert.